Weiter geht's nun mit eigenen Recherchen. Dabei ist ein Video aufgefallen vom Kanalbetreiber Matt Fossils. Er sagt in dem Video, dass er das sein Leben lang wissenschaftlich studiert hätte, das mit den Fossilien. Und das, was Sie hier sehen, sind angeblich alles Sehnen von Kreaturen, die fossil wurden. Der Grund, warum das alles separat ist, ist, weil es Sehnenstränge gewesen sind. Jede von ihnen war angeblich in einem dünnen, blutigen Film eingebettet, welcher alles separiert hat, sodass sie sich eins bewegen konnten in dem Körper der jeweiligen Kreatur. Flexibel eben. Aber innen drin, in unseren Körpern, sind wir aus Stein. Wir sind aus exakt demselben identischen gleichen Zeugs gemacht, welches auch in diesen Steinen zu finden ist. Es ist hauptsächlich Kalkstein und kalzifizierter Kalkstein, unser Knochenmaterial. Das hat nichts mit Bäumen zu tun. Klar gibt es auch Riesenbäume, doch darum geht es jetzt hier nicht. Das ist eine völlig andere Chemie. Sein ganzes Leben lang hat er sich mit den Kristallen und der Chemie beschäftigt und studiert. Und hier zeigt er zum Beispiel, wie ein Knochen wächst. Zuerst ist alles weich, doch nach einiger Zeit mineralisiert es und wird Stein. Das sind die Fasern, die ihr vorhin gesehen habt. Was die Leute studieren sollten, sind die Mineralien, also die Petrologie. Ja, wie auch immer. Egal wie es war, Fakt ist nun ziemlich sicher, dass es viel größeres Leben auf Erden gegeben hat, deren Überreste heute noch überall aus dem Boden ragen. Vielleicht hat es Sinn, die Mineralien in den Riesensehnen und Knochen zu studieren, um im Rückschluss durch das Periodensystem der Elemente in Oktavsicht auf die mineralisierte Zusammensetzung unserer Organe und Knochen zu kommen. Welche Knochen hatte Odin? Ob Fenriswolfknochen auch dabei sind? Und Thors, Hels, Lokis und wie sie alle gehießen haben sollen früher, wenn man nach nordischer Mythologie geht? Hier ging die Riesenepoche wohl so zu Ende, dass der Fenriswolf die Sonne verschlang, woraufhin alles auf Rohr und in tausend Stücke zersplitterte. Naja, fast alles. Ein Menschenpaar zumindest soll das überlebt haben, laut der Mythologie. Also ein Feuersturm durch Meinungsverschiedenheiten der Götter und darauffolgend oder sogar zeitgleich das Verschwinden der Sonne. Wenn man sich das Szenario nun vorstellt, war es dann wohl hoch oben in den Wipfeln Yggdrasils eisig kalt. Während am Fuße der Riesenbäume, zwischen denen alles Leben stattfand, ein großer Brand wütete. Dem Riesenkondensatorbaum, der sicherlich genauso wie heute die Hummel die elektrostatischen Kräfte der Natur nutzte, verlor also so seine Stabilität. Sein stützendes System brach zusammen. Der Druck durch das eigene Gewicht nach unten wurde immer stärker. Schockartige Entladungen der Atmosphäre mit Riesenblitzen werden dann wohl das Übrige besorgt haben. Und wenn man sich die Szene jetzt nun so vorstellt, drücken die benötigten seltenen Umstände, welche laut Wiki dafür benötigt werden, um Organisches zu versteinern, in geistig greifbare Nähe. Lasst uns nun mal versuchen, die Gedankenkette des Rückschlusses durch das Periodensystem der Elemente in Oktavsicht am praktischen Beispiel nachzuvollziehen. Das englischsprachige Video von Matt Fossils zum Aufbau von Knochen und Zähnen konnte ich so ungefähr bis zur Hälfte anstandslos verfolgen. Dann jedoch befasste er sich mit der Mineralogie der Basaltsäulen, die momentan noch als Riesenbaumstümpfe angesehen werden. Hier musste ich passen und dem Übersetzer zu Rate ziehen. Diese Worte waren mir neu. Dacitis, Rhyodacitis, Rhyolithis. Ja, nach der Übersetzung war ich auch nicht schlauer. Also, Dacit. Vulkanisch entstanden, naja, war ja klar. Ja, aber egal. Aus Silizium und Quarz normitativ jedenfalls. Okay, Silizium ist ja klar, eine Oktave tiefer als es Kohlenstoff ist, das wissen wir ja nun. Doch Quarz? Was war das nun mal? Erstmal nach Rhyolit suchen. Aha, besteht vorwiegend aus Quarz und Feldspat. Na sowas. Na schauen wir uns halt an, was Quarz ist. Hm? Quarz ist in erster Linie ebenfalls Silizium? Hm. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment, was ist denn noch so im Quarz drin? Als zweithäufigstes. Aluminium. Na, das haut mich nun aber um. Wurde Alu nicht als giftig verschrien vor gar nicht allzu langer Zeit? Auf spektrum.de steht jedenfalls, dass wir Alu nonstop natürlich durch die Nahrung aufnehmen und dass sich die Hälfte von dem, was wir einlagern, in den Knochen einlagert. Die Alu-Konzentration wird so immer höher, je älter wir werden. Na also gut,
Auch Alu lagert sich mit der Zeit in unserem Körper an. Könnte der Herr von Mad Fossils also schon recht damit haben, dass das 1:1 ohne Periodensystem Oktavsprung hier als Riesenleichenhalle verblieben ist? Meist findet man ja sowieso das, was man finden möchte. Also versuche ich ein letztes Mal eine Oktave tiefer zu blicken, um zu sehen, welches Element sich eine Dimension unter dem Aluminium befindet. Bohr müsste das dann eigentlich sein. Und was findet man zu Bohr und dem menschlichen Körper und Knochen? Aha. Also nach neuesten Studien wird auch Bohr für die Knochen benötigt. Sieh an, sieh an. Und wenn man sich die Mineralzusammensetzung der Steine hier ansieht, da findet man hauptsächlich Kalzit. Also das bedeutet Calcium. Plädiokalzit, Pyroxens. Je älter man wird, desto mehr mineralisiert also der Knochen. Und ist bei unseren Zähnen dann angeblich genauso. Schafft man es, seine Zähne lange intakt zu halten, werden sie immer härter und widerstandsfähiger mit der Zeit. Wenn man heute zum Beispiel Eisenoxid irgendwo findet, dann ist das laut Mad Fossils nichts weiter als mohrenaltes Blut. Die Mineralien versuchen eben einfach den besten Partner zu finden, mit dem man sich verbinden kann. Und das war's dann schon. So funktioniert Natur. Wow, die Möglichkeit kommt natürlich auch in Betracht. Diese Riesenkreaturen haben so lange gelebt, dass sich ihre Organe, Knochen etc. mit der Zeit immer mehr mineralisierten, sodass man heute zum Beispiel Silizium statt dem ersteren Kohlenstoff findet. Doch das wiederum passt aber dann erst recht nicht zu unserer Erdandrückungskraft, die wir momentan haben. Schon auf Kohlenstoffbasis ist es schwer vorstellbar, dass so Riesenwesen wie solche hier gelebt haben sollen. Aber noch schwerer auf Siliziumbasis? Oh. Sehr unwahrscheinlich. Naja, jetzt weiß ich aber zumindest, nach was ich da bei den Steinen gucken muss, wenn ich da welche mit schöner Maserung oder so finde. Ist echt verblüffend, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das hier mal ein Stück Ader gewesen sein könnte von einem riesen Lebewesen. Ist schon verblüffend. Tja, und was das hier wohl mal gewesen ist? Tja, ich glaube, das kann man heute noch so im Fischladen kaufen und sieht noch genauso aus, oder? Schon echt verrückt, das mit der Natur hier.